Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Ruffys Recipes, der Channel, wo ihr jeden Mittwoch frische, tolle und günstige Rezepte bekommt. Heute wird's mal wieder vegan und asiatisch, denn wir machen grünes Curry. Let's go! Yeah, Ruffys Recipes, sag alle Bescheid, dass es Essen gibt. Pasta oder Beef, Salate oder Quiche, Veganes oder Sweets, ich hab alles, was du liebst. Und falls du abonnierst, dann wär das ziemlich nice. Ja, mein Herd ist immer heiß, denn das ist Ruffys Recipes. Für die Zutaten kriegt ihr wie immer ein Overlay rein. Achtet einfach auf frisches Gemüse und auf einen guten, hochwertigen Jasminreis. Würde ich euch empfehlen, denn umso authentischer wird das ganze Curry. Es geht folgendermaßen los. Und zwar wird ein bisschen Ingwer fein gehackt. Dann kommen Limettenblätter, Zitronengras und die Currypaste in einen Topf, denn wir setzen einen Fond an, der dann später mit Kokosmilch abgelöscht wird. Auf das Zitronengras haue ich einfach mit der Messerrückseite ein bisschen drauf, damit sich das Aroma ein bisschen entfaltet. Man kann das auch einfach grob durchknicken. Es geht nur darum, dass ihr die Oberfläche aufbrecht, um ein bisschen mehr Aroma rauszukriegen. Der Topf ist auf mittlere Hitze eingestellt. Die Currypaste kommt jetzt zuerst. Es gibt grüne, gelbe und rote Currypaste. Meistens unterscheidet sich das einfach nur im Schärfegrad. Das hier ist jetzt eine gelbe, das heißt mittelscharf. Wichtige Komponenten für dieses Curry sind die Currypaste natürlich, Zitronengras und Limettenblätter. Das kriegt ihr alles im Asialaden eures Vertrauens. So, das lassen wir jetzt auf kleiner Hitze ungefähr 10 Minuten einreduzieren, damit wir schön die ganzen Aromen rauskriegen. Das wird eine ganz feine Geschichte und ist eine ideale Soße, um das mit Reis und Gemüse zu servieren. Braucht gar nicht viel Action, wird super lecker, gesund ist es auch noch. Während das Ganze hier jetzt easy vor sich hin babbelt, werde ich mein Gemüse schneiden. Natürlich wieder mit dem super nicen China Chef Knife. Der Lauch kommt, by the way, am Ende, damit er nicht so zerfällt und noch schön sein Grün behält. Das heißt, das wird das Letzte sein, was wir in unser Gemüsemix geben. Jetzt können wir schon mal den Wok erhitzen. Volle Power. Gleich kommt Öl rein und dann braten wir unser Gemüse schön ab. Der Fond ist hier schon schön am Bubbeln. Ich glaube, es wird richtig lecker. Ich habe gerade schon mal eine Kostprobe gemacht. Das funktioniert. Aber bevor das losgeht, setzen wir jetzt unseren Reis auf. Nehmt euch die Faustregel zu Herzen. Eine Tasse Reis, zwei Tassen Wasser, zwei Tassen Reis, vier Tassen Wasser und so weiter. Immer das Doppelte. Einen großzügigen Schuss Öl in die Pfanne, weil wir wollen ja eine Menge Gemüse abbraten. Ein Wok ist meiner Meinung nach bei diesem Gericht ultra essentiell, weil ihr einfach viel mehr Gemüse abbraten könnt. Das Schwenken geht leichter von der Hand und es hat mehr Style, weil es asiatisch ist. Alles einmal gut durchschwenken, damit alles ein bisschen Öl abkriegt. Umso schneller haben wir das Ganze durchgebraten. Ein Teelöffel Gemüsebrühe in Wasser aufgelöst, kommt jetzt übers Gemüse. Außerdem ein Hauch Pfeffer und ein Hauch Salz. Juti! Es sieht soweit richtig gut aus, ja? Unser Gemüse hat hier ein paar Röstaromen entwickelt. Das ist gewürzt, der Fond hat Bock. Beim Reis ist es jetzt folgendermaßen. Wenn er kocht, dann stellt ihr den Herd runter, weil der Reis muss simmern und nicht kochen. Sonst wird er nichts. Ich werde jetzt meinen Lauch in feine Ringe schneiden, weil wir können gleich schon servieren. Lecker, 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 lecker. Grünes Curry von Ruffys Recipes. Der Reis ist picobello geworden. Wer einen Reiskocher zu Hause hat oder sich einen anschaffen möchte, sollte das auf jeden Fall tun, weil damit ist einfach leichter. Reis kochen ist gar nicht easy. Um den Reis schön zu positionieren und eine schöne Form zu geben, kann man sich so eine Tasse nehmen, den reinfüllen und dann auf den Teller, dafür die Tasse von innen einfach ein bisschen mit Wasser einreiben, damit der Reis sich besser löst. Das Ganze sieht schick aus und außerdem können wir unser Gemüse wunderbar drum verteilen. Ich zeige es euch mal, wie ich es meine. So, Tasse schön voll. Einmal noch ein bisschen den Reis reindrücken, damit das Ganze fest ist und eine schöne Form hat und nicht auseinanderfällt. Und damit das Ganze nicht verwässert, eine Siebkelle. So, jetzt werde ich einfach mal mit einer leichten Drehbewegung hier um meinen Reis das Gemüse anrichten.
finde ich, sieht ganz schön aus. Wenn ihr Bock auf mehr asiatische Gerichte habt, dann könnt ihr mal hier klicken. Da habe ich euch nämlich nochmal welche verlinkt. Und ich bedanke mich wie immer, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns nächste Woche, Mittwoch um 18 Uhr, wenn es wieder heißt, Zeit für Ruffys Recipes. Bleibt gesund und munter. Tschaußen.